1/10 Sekunde reicht aus, dass wir uns unser Urteil bilden, ob wir einen Menschen mögen oder ihn einfach nur blöd finden. Und das entscheiden wir dann letztendlich blitzschnell aus dem Bauch heraus. Liegen wir damit aber auch immer richtig? Viola Wallmüller ist Chefredakteurin der Laura und hat sich mit Psychologen und Therapeuten darüber unterhalten. Hallo, Frau Wallmüller. Hallo, ich grüße Sie. Entsteht der erste Eindruck wirklich rein intuitiv? Ja, muss er geradezu. Wir haben nur eine Zehntelsekunde Zeit, also die Länge eines Wimpernschlags, mehr nicht. Und währenddessen urteilen wir ja schon komplett im Unterbewussten, wie ist unser Gegenüber? Also wirkt er vertrauenswürdig, ist er sympathisch oder vielleicht wirkt er hinterhältig? Also in dieser winzigen Zeitspanne rattert dann uns ein Raster durch. Zum aktiven Überlegen oder gar Abwägen bleibt gar keine Zeit. Wenn der erste Eindruck jetzt so wichtig ist, können wir dann bewusst steuern, wie wir auf andere wirken? Ein bisschen schon, das kann man in der Tat. Also Lächeln ist dabei besonders wichtig, das haben Studien ergeben. Was nicht überraschend ist, ein nettes, offenes Lächeln signalisiert dem Gegenüber unbewusst, ich bin friedlich, ich will dir nichts Böses. Fester Händedruck steht für, ich habe Energie. Auch wichtig, dem anderen in die Augen zu schauen, das macht auch einen sympathischen Eindruck. Und, das finde ich jetzt witzig, der Duft von Vanille stimmt die meisten Menschen wohlwollend. Also dieses leckere, der leckere Duft, der kommt positiv an. Wenn jetzt aber zum Beispiel der erste Eindruck nicht so gelaufen ist, kann man das eigene Bild im Nachhinein noch ein bisschen zurechtrücken? Zum Glück, ja, meistens gibt es ja eine zweite Chance. Also ich habe das auch schon erlebt, diese Überraschung, dass ich dachte, hey, der oder die, die sind ja viel netter, als ich dachte. Fällt eine zweite Begegnung positiver aus? Kann das auch daran liegen, dass der andere dann den ähnlichen Kleidungsstil trägt? Das soll einen beeinflussen, da gibt es auch Studien dazu. Das schafft Sympathie zwischen zwei Menschen. Ich würde eher sagen, man muss sich halt bewusst machen, der erste Eindruck ist nicht die letzte Wahrheit. Also die Situation des Kennenlernens kann blöd gewesen sein. Der andere hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt, war mies gelaunt, ist mir selber auch schon so gegangen. Da kommt man natürlich ganz komisch rüber. Also es gibt viele Gründe, warum der erste Wimpernschlag wirklich nicht alles verrät. Man sollte sich eine längere Zeitspanne des Kennenlernens gönnen und die hilft dann definitiv weiter. Vielen Dank für das hochinteressante Gespräch. Gerne. Tschüss.